wenn der Himmel sich herabbeugt und wenn der Dreck zum Leben erwacht, wenn das Unmögliche möglich wird und wenn sogar der Sturm ganz leise sein muss, dann entdecken wir was von dieser unglaublichen göttlichen Liebe, die kommt, um mitten in uns hinein eine neue Hoffnung anzuzünden, ein neues Leben freizusetzen, uns eine Perspektive zu öffnen, uns in den Himmel reinschauen zu lassen. Und mit einem Mal merken wir, dass nicht Trauer und Leid und Schmerz das letzte Wort haben, sondern am Ende triumphiert immer deine Liebe, Gott. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Vielen Dank, diese großartigen Lobpreisgruppe. Gebt ihnen doch bitte einen Applaus. Das Dumme an Stürmen ist, man kann sie sich nicht aussuchen. Sie kommen einfach. Stürme sind ein Symbol, sind ein Synonym für Schwierigkeiten, für plötzlich auftretende Negativnachrichten. Stürme von Scheidung, von Krankheit, von Tod, von zerbrochenen Beziehungen, von Bankrott und Blindheit. Stürme von Missbrauch, Ehebruch, Sucht, von verwüstetem Leben, zerstörten Beziehungen, zerschlagenen Herzen, Hoffnungen, die am Ende sich nicht erfüllen. Stürme, die Träume in Albträume verwandeln. Und in welcher Form auch immer, wenn du gerade in so einem Sturm bist, hey, du willst ihn nicht, aber er kommt trotzdem. Und die Frage ist nicht, ob er kommt oder nicht, sondern die Frage ist, wie gehst du mit ihm um, wenn er kommt? Bist du am Ende derjenige, der untergeht, oder bist du der lernt, mit dem Sturm tatsächlich nach vorne katapultiert zu werden? Ich sah so ein Cartoon von Charlie Brown. Er saß am Strand, baute stundenlang eine wunderschöne Sandburg, und schließlich, als er fertig ist und sich das so bewundert anschaut, sieht man bei dem nächsten Bild, wie eine Welle kommt. Und die Welle verwandelt seine Burg in einen Sandklumpen. Er schaut auf den Sand und murmelt: Ich glaube, dieses Ereignis will mir irgendwas sagen. Ich verstehe die Botschaft nur noch nicht. Und ich habe diesen Cartoon angeschaut und dachte, das ist die Frage, die wir uns oft stellen, wenn so der Sturm kommt. Was um alles in der Welt will mir das sagen? Und ich glaube, jeder Sturm hat mindestens eine Botschaft. Und diese eine Botschaft lautet: Was ist deine Sicherheit? Worauf kannst du dich tatsächlich als Fundament verlassen? Was hält dich, wenn der Sturm wirklich kommt? Und ich habe ein Interview gelesen. Der Kölner Stadtanzeiger, genauso wie die Badische Zeitung, sie haben Friederike und Clemens Ladenburg interviewt. Warum? Vor 2016, vor 3 Jahren jetzt mittlerweile, im Oktober wurde ihre Tochter Maria ermordet. Stellte sich raus, ein afghanischer Flüchtling hat sie umgebracht. Der Täter wurde 2018 lebenslang hinter Gitter gesperrt. Und die Eltern haben für mich was Unglaubliches gemacht. Auf den Grabstein haben sie folgenden Satz aus der Bibel geschrieben: Du zeigst mir den Pfad zum Leben, vor deinem Angesicht herrscht Freude, die Fülle. Und ich dachte, wie kann man bei so einer Katastrophe so ein Bibelvers auf diesen Stein ritzen lassen? Die Eltern haben noch was gemacht. Sie haben ein Projekt entwickelt. Und dafür haben sie den Bürgerpreis bekommen. Ein Projekt, das Menschen, die aus solchen Entwicklungsländern kommen, hilft, hier in Deutschland Fuß zu fassen. Und ich dachte, was würde ich tun, wenn sie meine Tochter umgebracht hätten? Ich habe die Menschen in der Regel gerne. Aber ich weiß nicht, was ich tun würde. Dieser Reporter fragte sie und hat gesagt,
wie sind sie mit diesem Schmerz umgegangen? Und der Vater hat geantwortet, die Frage zu beantworten ist zu schwer für mich. Deshalb habe ich gelernt, diese Frage an Gott abzugeben. Gott weiß, was aus diesem Menschen noch werden kann. Und als Christen sind wir ganz gewiss in unserem Herzen, dass es Maria jetzt gut geht und sie gut aufgehoben und bewahrt ist. Und außerdem wissen wir, dass wir sie wiedersehen werden. Wow. Und ich dachte, wie würde ich mit einem solchen Sturm umgehen? Das haben sich die Eltern bestimmt nicht rausgesucht. So wie du dir vielleicht das Mobbing in der Schule nicht ausgesucht hast. Oder die Krebsdiagnose. Oder was immer sich in deinem Leben plötzlich eingestellt hat. Und die Frage ist, was tust du? Und ich habe mich erinnert an die Zeiten in meinem eigenen Leben, wo es total stürmisch war. Ich konnte mich an viele Lebenssituationen in unserer Familie erinnern, wo wir nicht wussten, wo es gerade oben und wo es gerade unten. Und ich konnte mich an eine Phase erinnern, wo ich gebetet habe und gesagt habe, Gott, wie überlebe ich diesen Sturm? Und es war mir so, als wenn Gott mich an eine Situation erinnerte und sagte, es gibt 5 Dinge, die jeden Sturm überleben. Und ich dachte, heute Abend würde ich euch gerne diese 5 Dinge weitergeben, die mir helfen, den Sturm zu überleben. Und vielleicht helfen sie dir auch, den Sturm zu überleben. Und diese 5 Dinge sind angelehnt an eine Geschichte aus der Bibel. Die meisten Leute kennen die Story, weil sie ist eine der bekannten Geschichten in der Bibel. Jesus hatte gerade wahrscheinlich das bekannteste und das denkwürdigste Wunder überhaupt getan. Er hatte Brot vermehrt für 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Vielleicht waren da 30.000 Leute. Und Leute lieben das, wenn sie Hunger haben und jemanden ihnen einen Döner ausgibt. Oder hier in dem Fall Brot mit Fisch oder was immer damals gerade so gängig war. Und sie haben Jesus gefeiert und gesagt, hey Jesus, du bist unser Mann, dich wählen wir zum König, du bist gebongt, du bist fest geplant. Und Jesus merkte, das geht echt in die falsche Richtung. Und als sie fertig waren mit dieser Speisung und er seine Predigt beendet hatte, sagte er zu seinen Leuten, Leute, ich würde gerne, dass ihr jetzt in euer Boot steigt, auf die andere Seite fahrt nach Bethsaida und ich komme dann mal nach. Und die Jünger stiegen tatsächlich ins Boot. Und während sie rüberfahren, es ist abends, mitten in der Nacht, baut sich da ein Riesensturm auf. Und sie kämpfen ums Überleben. Und tatsächlich am Ende kommen sie an. Mir hat dieser erste Gedanke total gut gefallen. Jesus gibt dir einen Auftrag und er sagt, ich bin bei dir. Und das nächste, was passiert ist, du kommst in die Krise deines Lebens und du denkst dir, super, vielen Dank. Ja, noch mehr so nette Ratschläge und ich kann mich selber umbringen. Warum kommt das Elend, obwohl sie mit Gott unterwegs sind oder für ihn unterwegs sind? Das ist manchmal die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich will irgendwelche guten Dinge im Leben und das Leben meint es trotzdem nicht gut mit mir. So wie vielleicht für dich. Du sagst, hey, ich bin mal aufgetreten, ich wollte eine glückliche Ehe führen, ich wollte eine tolle Familie haben. Hey, und ich habe die Trümmer meines Lebens, die ich zusammensammeln kann. Und du fragst dich ernsthaft, war das tatsächlich das, wofür ich gelebt und geträumt habe? Und manchmal fragst du dich dann, hey, wenn es einen Gott gibt, wieso lässt er diesen ganzen Scheiß in meinem Leben zu? Hat das schon mal irgendeiner gedacht in irgendeinem Bereich seines Lebens? Ja. Das Erste, was ich entdecke, ist, Gott ist immer an meiner Seite. Gott ist immer auf meiner Seite. Hast du das gewusst? Mitten im Sturm, Gott ist auf deiner Seite. Der Sturm sagt überhaupt nichts über die Liebe Gottes aus. Die Umstände sagen nichts über die Liebe Gottes aus. Ob es in deinem Leben hoch oder runter geht, du gerade der gefeierte Held oder der Loser bist, sagt überhaupt nichts darüber auf, dass Gott dich liebt. Definiere die Liebe Gottes nicht an deinen Umständen. Das ist eine der Riesenentdeckungen, die ich gemacht habe. Gott liebt mich, völlig egal, ob ich gerade der Loser oder der Held bin. Gott ist immer auf deiner Seite. Und es gibt eine tolle Zusicherung Gottes, die steht im Propheten Jesaja. Da heißt es, dass Gott die Ozeane, die Meere mit der hohlen Hand misst und dass er das Universum mit der Spanne seiner Hand abmisst. Und ich habe gedacht, das ist eine coole Nummer, das übe ich.
Und ich habe Wasser in meine Hand gegossen, 50 Milliliter kann ich festhalten. Immerhin. Wisst ihr, wie viel Wasser die Weltmeere haben? Habe ich nachgeguckt. 1386 Billionen Liter. Also für die Fachleute unter uns 10 hoch 18. Mega! Da passt was rein in die Hand. Er hält sie einfach so. Und mit seiner Handspanne misst er das Universum. Ich habe auch danach geguckt, da gibt es ein paar unterschiedliche Zahlen. Eine davon sagt ungefähr 93 Milliarden Lichtjahre. So von einem Ende zum anderen. Versuch dir mal 93 Milliarden Lichtjahre vorzustellen. Also 300.000 Meter pro Sekunde mal 60, dann haben wir eine Minute. Mal 60, dann haben wir eine Stunde. Mal 24, dann haben wir einen Tag. Mal 365, dann haben wir ein Jahr. Und jetzt nochmal 93 Milliarden. Dann kannst du dir ungefähr die Hand Gottes vorstellen. Kann sich das einer von euch vorstellen? Genau, ich auch nicht. Aber was wir begreifen ist, dass es eine unglaubliche Dimension ist. Und sich das alleine vorzustellen, ist schon mega. Und jetzt kommt der Satz, den so ein schlauer Mann wie der Apostel Paulus gesagt hat. Er hat gesagt, und nichts und niemand ist in der Lage, wenn wir mal uns in diese Hand Gottes bewegt haben, uns aus der Hand Gottes zu reißen. Niemand. Stell dir diese unglaubliche Hand vor und dann stell dir vor, dass dieser Gott auf deiner Seite ist. Und plötzlich merkst du, die Dimension von Sturm wird plötzlich klein angesichts dieser unglaublichen Größe dieses fantastischen Gottes, der auf deiner Seite ist. Das ist der Megapunkt. Weiß nicht, ob ihr jemals was von Sylvester Stallone gehört habt. Die Männer unter uns, die in meinem Alter sind. Wir haben noch Rocky gesehen. Yeah! Da waren wir alle die Helden. Was lieben wir an Rocky? Genau, das ist diese Story, die jeder von uns tief in seinem Herzen hat. Irgendwie als Loser geboren und dann mit einem Mal steigst du wie Phönix aus der Asche und haust den Champion platt. Ja, super. Wir lieben diese Leute. Wir wünschen uns, dass unser Leben so wäre. Mitten in der Krise, hey, kommt irgendwo die Power her und mit einem Mal bist du der Held. 1990 wird seine kleine Tochter Sophia Rose geboren. Mit einem mega Loch im Herzen, das man nicht operieren kann. Und ihm wird gesagt, dass das Kind wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Wochen stirbt. Man versucht es irgendwie künstlich am Leben zu halten, aber es gibt keine Gewissheit und es gibt schon gar nicht eine Chance. Und dieser Mann erinnert sich an was und er schreibt in diesem Interview Folgendes: Mir wurde klar, dass ich Hilfe brauche und so legte ich alles in Gottes Hände. Ich wusste, dass ich von seiner Allmacht und seiner Kraft der Vergebung abhängig bin. Ich begriff, dass ich aufhören müsste, meine eigenen Wege zu gehen, die sowieso zu nichts geführt hatten. Ich musste zurück zu den Werten meiner Kindheit und die Dinge aus meiner eigenen Hand in die Hand Gottes legen. Und er fing an zu beten, er ging in die Kirche, ging in die Gottesdienste, sprach ein Gebet, wo er Gott bewusst in sein Leben eingeladen hat. Heute ist Sophia Rose völlig gesund. Es gibt niemanden, der richtig erklären kann, warum dieses Loch plötzlich verschwunden ist. Aber ganz offensichtlich erlebt sie ein Wunder. Er hat was Cooles danach gesagt. Er ist zu einem begeisterten Kirchgänger geworden und sagt, die Kirche ist das Fitnessstudio der Seele. Man kann sich nicht selber trainieren, man braucht Anleitung. Dass ich wieder in die Kirche gehe, bringt mich dahin, wo ich sein soll. Davor war ich allein in der Welt und dachte, ich muss alles alleine hinbringen. Jetzt habe ich entdeckt, Gott ist immer bei mir. Kann es sein, dass der Sturm, durch den du gerade gehst, genau diese Wahrheit versucht dir zu erklären? Wo bist du gerade? Warum bist du da alleine? Warum willst du nicht mitten im Sturm entdecken, dass es einen Gott gibt, der auf deiner Seite mitkämpft? Sodass der Sturm seine Power, seine Wucht und seine beängstigende Kraft verliert? Vielleicht ist genau das das Geheimnis des Sturmes, dass es dich dazu bringt, deine eigenen Grenzen zu entdecken und über deinen Horizont dich auf einen großartigen Gott einzulassen.
Das Zweite, was ich begriffen habe, ist, Gott ist nicht nur für mich, sondern er betet auch für mich. Hast du das gewusst, dass der Job von Jesus Christus der ist, für dich zu beten? Gott sitzt im Himmel, als Jesus als Mensch von der Erde gen Himmel gefahren ist, heißt es von ihm in der Bibel, im Hebräerbrief, das ist der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt ewig und er betet für sie. Wusstest du das? Jesus betet für dich. Und ich habe in der Bibel mal nachgeguckt, ob es ein Gebet gibt, das von Jesus nicht positiv beantwortet wurde. Jesus hat gebetet und du konntest wetten, dass das Wunder sich einstellt. Nimm diesen Gedanken mal rein. Wenn du anfängst, mit Gott unterwegs zu sein und du weißt, Jesus ist dein Freund und er fängt an, für dich zu beten, kannst du wetten, dass das Wunder sich einstellt. Verrückt, aber wahr. Jesus betet für seinen Loser-Freund Petrus. Und er betet Folgendes. Er sagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und tatsächlich, Petrus wird der Verräter, aber er wird auch der Held der Kirchengeschichte und einer der ganz, ganz großen Apostel. Warum? Weil es diesen Jesus gibt, der für ihn betet. Und vielleicht hast du auch gerade eine riesen Glaubenskrise und du denkst, ey Gott, ich will die Dinge probieren, aber ich merke, manchmal ist die Sucht stärker als ich, manchmal ist die Not stärker als ich, manchmal sind die Leute um mich herum die Falschen und am Ende erlebe ich immer, wie ich verliere. Aber Jesus, ich bin so dankbar, dass du für mich betest, dass du nicht aufhörst, an mich zu glauben. Und ich weiß, du wirst dich durchsetzen. Auch in meinem Leben kommt der Zeitpunkt, wo ich gewinne mit dir. Das Zweite, was ich großartig finde, Jesus betet, und das steht im 1. Johannes, und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei Gott, Jesus Christus, den Gerechten, der für uns betet. Hey, wenn du Niederlage hast und wenn du denkst, ich bin so eine alte Losersocke, soll ich dir was sagen? Es gibt jemanden, der trotzdem glaubt und der trotzdem für dich betet und sagt, ey, aus diesem Burschen, aus dieser Dame wird mal ein mega, mega, mega Nachfolger. Ich finde das so großartig, dass Jesus an mich glaubt, dass er, auch als ich die unglaublichsten Dinge gemacht hat, obwohl ich ein netter Christ sein wollte, Jesus hat nicht aufgehört, an mich zu glauben. Und dass ich heute hier bin, ist wirklich ein Zeichen seiner Liebe. Und dass du hier bist, ist ein Zeichen seiner Liebe. Und vielleicht sagst du, ey, ich habe mit Glauben gar nichts am Hut gehabt. Weißt du, wer für dich gebetet hat, als du noch nichts am Hut hattest mit Glauben? Jesus hat für dich gebetet. Und du sagst, ey, ist mir selber schleierhaft, warum ich da bin. Schöne Grüße, es gibt jemanden, der für dich betet und der glaubt, dass in dir eine Riesenberufung steckt. Und das Dritte, was Jesus betet, finde ich auch großartig, steht in Johannes 17. Er betet, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, einmal da sind, wo ich bin und meine Herrlichkeit mitkriegen. Hey, weißt du, dass Jesus dafür betet, dass du erfolgreich diese Welt besiegen wirst und dass du irgendwann nach dem Tod bei ihm sein wirst und er will mit dir seine Herrlichkeit teilen? Hast du das gewusst? Das ist die Perspektive. Diese Welt geht nicht in Tränen und in Leid unter, sondern die Perspektive ist, dass du durch dieses Leid hindurchgehen wirst und du wirst was von der Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus wird da sein und er bereitet das vor extra für dich. Hey, wenn wir begreifen, was für eine Perspektive auf uns wartet, checken wir plötzlich, wenn du mit Jesus zusammen im Sturm bist, hast du eine Riesenperspektive. Mich beeindruckt das jedes Mal. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die vorm Sterben stehen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Frau besucht, Endstadium, austherapiert. Man sieht ihr das an. Und ich frage sie und sage, wie geht's dir? Und sie sagt zu mir, mir geht's gut. Und ich sage, wieso geht's dir gut? Sie sagt, ich bin so unglaublich dankbar. Ich bin so getragen und ich weiß genau, sie hat gar keine Familie mehr. Sie sagt, ich bin getragen. Ich sage, wer trägt dich? Sie sagt, ich spüre jeden Tag, dass Jesus da ist und dass er mich trägt. Und ich weiß, ich gehe nach Hause und sie sagt, weißt du, wer der Erste sein wird, den ich sehe? Jesus wird an dieser Tür auf mich warten. Und ich schaue in dieses Gesicht und du siehst den Tod im Gesicht. Und du siehst diese Herrlichkeit Gottes in ihrem Gesicht. Und ich begreife, das ist eine völlig andere Dimension.
Jesus hört nicht auf, für dich zu beten. Das Dritte, was sich nie verändert, ist, er ist immer da, wenn es richtig hart auf hart kommt. In dieser Story geht es so, spät am Abend sieht Jesus, wie die Jünger sich abmühen, und er kommt. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen und er ging auf dem See. Das finde ich das Beeindruckendste, als es richtig dunkel ist, als es richtig zur Sache geht, kommt Jesus mitten auf dem See. Er ist dieser Hirte, der mit dir durchs dunkle Tal geht. Wenn du dich ein bisschen in der biblischen Geschichte auskennst, gibt es so eine Story mit drei Männern, die für ihren Glauben in so einen Feuerofen gehen. Und als sie reingehen müssen, ist da plötzlich ein vierter Mann. Jesus ist immer dann da, wenn es richtig hart auf hart kommt, dann steht er plötzlich neben dir, dann hält er deine Hand, dann geht er mit dir durch dieses Feuer, dann geht er mit dir durch diese Not durch, dann ist er dieser Hirte. Ich war mit einer jungen Dame konfrontiert. Sie hatte wahnsinnige Angstzustände, musste alles Mögliche schlucken, hatte auch entsprechende Erlebnisse gemacht. Und ich war mit ihr unterwegs und ich habe sie gefragt und habe gesagt, was machst du, wenn die Angst kommt? Und sie sagt, ich weiß auch nicht. Und warum auch immer fällt mir der Psalm 23 ein und ich sage, weißt du, ich habe, glaube ich, was ich dir geben soll. Wenn das nächste Mal die Angstattacke kommt, fang mal an, diesem Psalm, der steht in der Bibel, fang mal an, diesem Psalm zu reden. Sag ihn einfach vor dich hin, lerne ihn auswendig, das wirst sehen, das hat eine Wirkung. Und dieser Psalm beginnt mit, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue. Ich gehe sie wieder besuchen, 6 Wochen später. Sie ist raus aus der Psychiatrie, sie ist zu Hause. Ich schaue sie an, sie ist wie ausgewechselt und ich sage zu ihr, was ist passiert? Sie sagt, immer wieder ist die Angstattacke gekommen, aber sie sagt, ich hatte plötzlich ein Mittel. Und ich habe immer gesagt, der Herr ist mein Hirte. Nicht die Angst ist mein Hirte, Gott ist mein Hirte. Und er weidet mich und er führt mich auf eine grüne Aue. Und wenn ich durch das dunkle Tal gehe, er ist da. Und selbst wenn die Feinde da sind, er deckt den Tisch, er ist mit mir. Dieser Hirte sagt sie, weißt du, was passiert ist? Während ich das gebetet habe, nach mehreren Tagen, plötzlich habe ich wie so ein inneres Bild gesehen. Und ich sah diesen Hirten und ich war auf seinem Arm, so wie so ein kleines Schaf auf dem Arm ist. Und mit einmal, sagt sie, spürte ich diese Wärme und ich wusste, wenn Gott mein Hirte ist, ist doch scheißegal, ob die Angst da ist oder nicht. Und ich wusste, sie hat was verstanden. Der Punkt ist, wer ist mit dir? Das ist der Schlüssel, ob du durch den Sturm durchkommst oder nicht. Das ist der Punkt. Seine Gegenwart ist da. Und er kommt mitten rein in den Sturm. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an Georg Taubmann. Das war der Chef von Shelter Now. Shelter Now war diese Organisation, die von Taliban in Afghanistan entführt wurden. Diese Arbeit, die sich um Menschen in den Slums gekümmert hat. August 2001. Sie werden verschleppt, sie werden in die furchtbarsten Gefängnisse gebracht. 8 Leute. Sie erleben Folter überall um sich herum. Sie erleben, wie Leute die Köpfe abgehackt werden. Sie sind mitten in diesem Chaos drinne. Und jeden Morgen sind sie zusammen, halten sich an der Hand und beten und sagen, Jesus, im Psalm 91 steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen Platz nimmt, der spricht, du bist meine Zuflucht. Und sie beten das jeden Morgen. Und niemand von diesen Leuten wird auch nur angerührt. Es ist wie, als wenn eine heilige Glocke ist. Einer dieser Taliban sagt zu ihnen, immer wenn wir bei euch reinkommen, zittern wir und fürchten uns, weil irgendwas ist um euch. Nach 101 Tagen werden diese Leute befreit. Und niemand kann erklären, was passiert ist. Er sagt, ich weiß nicht genau, was war, aber Gott war in unserer Mitte. Sie haben in ihrer Folterzelle haben sie den Herrn angebetet und Gott gepriesen und Lobpreis gemacht.
und Gott war gegenwärtig. Hey, was du brauchst in deinem Sturm, ist die Gewissheit, dass Gott auf deiner Seite ist und dass er gegenwärtig ist. Wusstest du, dass einer der Namen von Gott Immanuel ist? Gott ist mit uns. Das vierte, was du wissen musst, ist, dass er dir seinen Frieden dalässt. Als Jesus mitten durch diesen Sturm auf sie zukommt, haben sie die Panik des Lebens, weil sie denken, irgendwas Böses kommt. Weil sie sich nicht vorstellen können, dass Gott tatsächlich mitten durch ihren Sturm zu ihm kommt. Dass mitten in dieser Katastrophe die eigentliche Lösung auf sie zukommt. Aber Leute, das ist genau der Punkt, den wir haben, wenn wir dieses Wort im Deutschen anschauen. Hast du das Wort Finsternis schon mal buchstabiert? Wenn du das machst, Finsternis, dann merkst du, dass mitten in diesem Wort ein Stern steckt. Stimmt's? Für alle, die Deutsch können? F-I-N und dann kommt Stern und dann kommt I-S am Ende. Mitten in der Finsternis steckt der Stern. Mitten in der Dunkelheit kommt Gott zu dir. Mitten im Chaos kommt die Lösung. Und wir stehen da und sagen, ey, das kann doch gar nicht sein. Hier ist die Katastrophe perfekt. Ich weiß nicht, ob du jemals diesen Film gesehen hast. Lukas, der Lokomotivführer und Jim Knopf. Die sind da in ihrer Wüste und wissen nicht genau, wo es hingeht und mit Mal sehen sie einen Riesen am Ende. Und der Riese ist ihre Rettung, aber sie machen sich viel in die Hose, als sie diesen Riesen sehen. Und als der Riese näher kommt, wird er immer kleiner. Das ist ein sogenannter Scheinriese. Je weiter weg, desto größer, je näher dran, desto kleiner. Und ich dachte, hey, was für ein Bild, das sich der Michael Ende da ausgedacht hat. So ist Furcht, sie sieht groß aus und wenn sie kommt, merkst du, sie ist so ganz klein. Was du nicht machen darfst, ist, du darfst nicht vor der Angst weglaufen, sondern du musst auf die Angst zulaufen, dann wird sie kleiner. Das ist das Geheimnis. Wenn Gott mit dir unterwegs ist, dann lehrt er dich, auf die Angst zuzugehen, weil Furcht macht immer die Tür auf für irgendwas ganz Furchtbares. Furcht ist der Türöffner, der dich in die Bredouille und in die Katastrophe reinreitet. Furcht ist die Lüge, die dir sagt, das Problem ist größer als Gott. Und deswegen ist der erste Satz, den Jesus immer sagt, bevor er in dein Leben eintritt und dir ein Wunder schenkt, ist der erste Satz immer, hör auf, dich zu fürchten. Mach diese Tür bewusst in deinem Leben zu und trau mir zu, dass ich groß genug bin, was zu machen. Das ist das Geheimnis. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Da gibt es viel ländlichen Raum. Und in diesem ländlichen Raum gibt es Vogelscheuchen. Weiß einer, was eine Vogelscheuche ist? Also eine Vogelscheuche ist die Konstruktion eines Bauern. Ein bisschen Holz, so ein Gestell, Stroh drumherum, irgendwelche alten Klamotten, sodass diese Puppe aussieht wie ein Mensch. Und das Ziel dieser Puppe ist, die wollen keinen Designerpreis gewinnen, sondern das Ziel der Puppe ist, die armen Krähen zu erschrecken. Oder was immer an Vogelzeug da rumfliegt. Und wisst ihr, was jede einigermaßen durchschnittlich intelligente Krähe weiß? Wo diese Vogelscheuchen stehen, da gibt es das beste Futter. Wisst ihr, was das bedeutet? Immer dann, wenn Situationen kommen, die dir Angst machen wollen, steckt da ein Riesensegen. Du darfst nur nicht von der Angst weggejagt werden. Lass die Angst nicht gewinnen. Lass die Angst nicht gewinnen. Wenn Gott auf deiner Seite ist, dann gehst du durch die Angst durch und entdeckst den eigentlichen Segen. Als die Jünger sich entscheiden, sich gegen ihre Angst zu stellen, erleben sie das größte Wunder, das sie bisher gesehen hatten. Ein Gott, der einfach mit dem Sturm macht, was er will. Der ein Wort spricht und die Dinge entstehen. Und sogar so ein Sturm muss gehorchen. Wow. Diese Offenbarung von Jesus und seiner Größe erlebst du nur, wenn du mit ihm in den Sturm reingehst. Nicht, wenn du davor wegrennst. Wir waren mit unseren Hilfsgütern oben in Albanien, in dem nördlichen Teil, in einem Gebiet von Kalaj Dodos. Wir hatten unsere LKWs dahin gebracht. Man hatte uns gesagt, wir sollen auf eine Militärbasis fahren, weil schon mehrere Konvois ausgeplündert worden waren aufgrund der Not der Leute. Und wir waren auf dieser Militärbasis. Wir freuten uns, es war super schönes Wetter.
Am nächsten Tag, als es zur Verteilung gehen sollte, ist plötzlich das Militär abgerückt. Und uns schwant plötzlich, dass wir ganz alleine sind und es werden jetzt gleich aus 7 Dörfern die Leute hier nach oben kommen und es soll eine Verteilung geben. Und uns ist klar, was passiert, wenn die kommen. Da wird nicht der eine freundlich auf den anderen warten, sondern dann geht es darum, wer als Erster da ist, mal zuerst. Und wir überlegen uns schon, wie wir die Kiste hier irgendwie überleben. Und während die bedrohliche Gegenwart dieser wirklich hungrigen und bedürftigen Leute immer stärker wird, mit Mal sind da tausende Leute und der Ring wird immer enger und ich spüre, wie leise die Panik in mir hochkommt, kommt einer von unseren Leuten und sagt, weißt du, wir beten einfach. Wir beten und wir legen Gottes Power hier auf diesen Platz. Wir haben uns an die Hand genommen und wir haben gebetet und mit einem Mal kommt der Friede Gottes auf uns. Und wir wussten, ganz egal, was hier gerade läuft, Gott ist hier. Und während wir noch beten, knattert es plötzlich ganz laut und hinter einem der Hügel taucht ein Helikopter auf. Militärhubschrauber. Der landet auf dieser Basis. Aus diesem Militärhubschrauber springt eine kleine körperbehinderte Frau. Das war die Dame, die all diese Hilfskonvois organisiert hat aus Tirana. Gesina Blau, eine Holländerin. Und sie sagt, heute Morgen wurde ich geweckt. Es war mir, als wenn Gott zu mir spricht und sagt, guck mal nach den Deutschen, da geht irgendwas schief. Sie sagt, hab ein bisschen länger gebraucht, bis die mir endlich einen Helikopter gegeben haben. Sprangen noch ein paar Leute mit einer Kalaschnikow raus und mit Mal war die Verteilung geregelt. Es heißt nicht, dass die Situation nicht schwierig sein kann, aber Gott ist drinne. Und wenn er kommt, kommt er mit seinem Frieden. Das Letzte. Gott bringt seine Kraft immer mit. Hier heißt es in dieser Geschichte, im letzten Vers, und Jesus stieg in das Boot und der Wind legte sich. Das ist das Geheimnis. Wenn Jesus kommt und du ihn in dein Lebensboot einlädst, dann passiert was mit der Situation. Wenn er kommt, weiß die Macht der Zerstörung, dass der Stärkere da ist. Dieser Sturm ist ein Bild für das Böse, das kommt. Und in der Bibel gibt es schon auch eine Beschreibung für den Bösen schlechthin. Die Bibel nennt ihn den Teufel, wie immer du das für dich interpretieren willst. Aber es gibt diese Macht des Bösen, die dein Leben packen will. Und die Frage ist, wer ist in deinem Lebensboot? Bist du alleine oder ist Jesus drin? Wenn Jesus drin ist, verliert diese Macht des Bösen. Und das ist der Punkt, warum wir Jesus so dringend brauchen. Weil wenn er da ist, ist der König der Könige, der Herr des Universums, der Schöpfer aller Dinge, der Gott, der uns gerettet hat, der den Tod besiegt hat, er ist auf unserer Seite. Deshalb sagt ein Mann wie Paulus, immer wenn ich schwach bin und mich an Gott wende, dann bin ich stark. Immer wenn ich entdecke, dass ich mich mit ihm zusammen verbinden muss, dann werden die Dinge möglich, die ich selber nie hinbringen würde. Ich habe einen guten Freund, er hat einen spannenden Namen. Er heißt Ulrich von Schnurrbein. Ist ein adliges Menschlein mit riesen viel Waldbesitz und ein begeisterter Christ. Er war über viele Jahre Präsident einer christlichen Vereinigung, die heißt Christen im Beruf. Und ich war mit ihm letztes Jahr zusammen und wir haben seinen Freund Miklos getroffen. Das ist der Leiter dieser Organisation in Ungarn. Und diese beiden Männer haben sich eine lustige Story erzählt vom Anfang ihrer Arbeit. Sie haben angefangen in Ungarn eine solche christliche Gruppe zu gründen und am 5. August 1997 waren sie im Stadtpark und haben dort gepredigt. Den ungarischen Leuten gepredigt, haben erzählt über ihre Erfahrung mit Gott, haben erzählt darüber, dass sie erlebt haben, wie Gott Menschen geheilt hat, zu unter anderem Leute aus ihrer Familie. Und während sie da so stehen, sammelt sich eine Gruppe von Leuten. Und irgendwann kommt aus dieser Gruppe eine Dame nach vorne. Und Ulrich erzählt es immer, diese Dame hatte Brillengläser so dick wie Flaschenböden. Und diese Dame kommt auf ihn zu und sagt, ich glaube, was sie sagen. Und ich brauche ein Gebet, ich brauche Gottes Hilfe, weil ich verliere meine Arbeit und damit kann ich meine Kinder nicht ernähren. Könnten Sie nicht für mich beten?
Und Miklos, der ungarische Kollege, betet, aber es tut sich nichts. Und er betet wieder und es tut sich immer noch nichts. Und Ulrich sagt, ich stehe daneben und gucke das an und plötzlich schießt es in meinen Kopf. Er sagt, wie als wenn irgendeiner so eine Leuchtrakete gezündet hat, kommt der Gedanke zu mir, Jesus hat mal einen Blinden geheilt, indem er ihm Spucke auf die Augen geschmiert hat. Und er sagt, bevor dieser Gedanke richtig bei mir so durchgegangen ist, sage ich zu Miklos, Miklos, du musst der Dame ein bisschen Spucke auf die Augen schmieren. Und der Kollege guckt ihn an und sagt, leck mich am Ärmel, ja, bist du nicht ganz gescheit. Ja, das mache ich bestimmt nicht, das ist ja mega oberpeinlich. Und er tut's nicht. Und Ulrich sagt, und ich spürte innerlich, wie Gott zu mir sagt, machst du's oder mach ich's? Und er hat sich durchgerungen, ist zu dieser Frau gegangen und hat gesagt, Entschuldigung, das klingt jetzt richtig doof, ja. Aber wenn Sie es zulassen würden, würde ich ein bisschen Spucke nehmen und so auf Ihre Augen reiben, weil ich glaube, Gott möchte Sie heilen. Und die Frau hat tatsächlich Ja gesagt. Es brauchte wenige Minuten. Und diese Frau erlebte ein Wunder Gottes. Wurde Mitgründungsmitglied dieser Christen im Beruf in Ungarn. Und hat diese Story erzählt. Ist übrigens in dieser Zeitung dieser Leute abgedruckt. Riesengeschichte. Hast du gewusst, dass wenn Jesus zu dir kommt, er beginnt, seine Kraft in dein Leben reinzulegen? Dass es nicht nur so ist, dass Jesus ein Wort spricht und der Sturm aufhört, sondern Jesus lehrt dich, wenn du mit ihm unterwegs bist, dass du lernst, zu Bergen der Probleme zu sprechen, dass sie verschwinden müssen. Jesus teilt seine Kraft mit dir. Er sagt, wenn du mit mir zusammen unterwegs bist, dann wirst du auf die Schlange und die Skorpione und auf alles Böse treten, ohne dass es dir schaden kann. Weil ich will dich befähigen, ein Leben zu führen, wo du nicht mehr vor dem Sturm Angst hast, sondern wo der Sturm anfängt, sich vor dir zu fürchten. Was für eine unglaubliche Perspektive. Es beginnt am Ende alles mit diesem ganz simplen Gebet, wo du nicht länger diesen Sturm anschaust und dich wie das Kaninchen von der Schlange fixieren lässt vor lauter Angst, sondern du begreifst, wer eigentlich sich mit dir verbinden will. Und das ist der Grund heute Abend, warum du hier bist. Gott hat schon lange deinen Sturm gesehen, er hat schon lange deinen Schmerz gesehen, er hat schon lange dein Leid gesehen. Aber was er irgendwie hinbringen wollte, ist, dass du dich mit ihm verbindest, um zu lernen, wie man den Sturm überwindet. Du wirst es nicht alleine hinbringen. Aber wenn der Schöpfer von Himmel und Erde auf deiner Seite ist, dann sind die Dinge plötzlich möglich. Wenn du dich mit ihm verbindest, seine Hand ist so groß, ey, es gibt nichts, was er nicht in Bewegung setzen kann. Das ist das Angebot heute Abend. Wenn du diese Geschichte zu Ende liest, dann gab es diesen Moment in dieser Geschichte, wo Jesus seine Jünger einlädt, auch aus dem Boot auszusteigen. Und das war der spannendste Moment. Und tatsächlich gab es einen, der es geschafft hat. Und der Punkt, den du brauchst, ist, dass du dich nicht länger von deinem Sturm beeindrucken lässt, sondern dass du dich von Jesus beeindrucken lässt. Und sagt, Jesus, das will ich probieren. Ich will auf dich zugehen und ich will sehen, dass der Sturm aus meinem Leben rauskommt. Ich will sehen, wie deine Kraft größer ist und ich will meine Hand in deine legen. Und ich will dir sagen, Gott, ich vertraue dir und ich will mit dir zusammen diesen Sturm, der in meinem Leben ist, ich will ihn besiegen. Ich will sehen, was passiert, wenn du in meinem Leben bist. Darf ich dich heute Abend einladen? So einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Wir machen das in unseren Gottesdiensten in der Regel so, dass die Lobpreiser in der Regel kommen, so wie heute.
dass sie großartige Musik machen, so wie heute. Und dass wir ganz bewusst das Angebot aussprechen, dass du durch ein Gebet so einen Erstkontakt mit Jesus aufnehmen kannst. Oder wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist und du merkst, da gibt es Stürme, dann bist du auch eingeladen zu kommen, weil du musst es gar nicht alleine tragen. Ganz bewusst im Gebet mit Jesus, mit einem Beter in diesen Sturm zu gehen und zu sagen, Jesus, ich glaube dir, dass deine Power ausreicht, um diese Situation zu verändern. Gott, ich glaube dir, dass deine Kraft und deine Liebe ausreicht, mein Leben zu verändern. Ich glaube dir, dass deine Möglichkeiten groß genug sind, in meine Krankheit hinein echt eine Veränderung zu schaffen. Ich glaube dir, dass deine Liebe groß genug ist, mein zerbrochenes Herz zu heilen. Ich glaube dir, dass du groß genug bist, um den Unterschied zu machen. Und ich nehme diesen Schritt des Glaubens und ich komme zu dir. Wenn du so ein Gebet brauchst, dann bist du eingeladen, hier nach vorne zu kommen.